Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTummel am Start mit einem Metropia-Tutorial-Video heute. Einige haben mich ja in meinem Stream gefragt, wie ich so viel Gold bekommen habe. Und da man später sehr viel Gold benötigt für die ganzen Waffen und die Rüstungen, möchte ich euch heute zwei Wege zeigen, um schnell an viel Gold zu kommen. Vielen Dank an dieser Stelle für alle Daumen hoch. Falls ihr neu seid, lasst doch gerne auch ein kostenloses Abo da für skilligen Nintendo-Content und mehr. Bei der ersten Methode benötigt ihr Spieltickets. Schaut immer mal wieder in die Spielhalle rein. Manchmal ist die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr hoch, einen neuen Ausrüstungsgegenstand zu bekommen. In meinem Beispiel der Flauschfächer, wo ich mit fast jedem Spiel 17.000 Gold verdiene. Grundsätzlich gilt, je später ihr die Spieltickets verwendet, desto wertvoller werden diese, weil halt auch die Gewinne immer größer werden. Und ja, da die Gegenstände sehr teuer werden und ihr auch nicht mehr so viele Tickets bekommt später, solltet ihr am besten nicht alles direkt verballern. Ist allerdings eine gute Gelegenheit, sich auch noch vor dem Story-Finale aufzurüsten. Bei der zweiten Methode macht ihr Jagd auf große Goldbloings. Diese bringen jeweils 20.000. Geht dazu nach Isla Galapa, die im Postgame auftaucht, und betretet den Bergsumpf. Hier müsst ihr zuerst ein paar Gegner besiegen. Das sollte allerdings kein Problem darstellen. Ein netter Nebeneffekt sind hier die Erfahrungspunkte, die Nahrung und auch schon etwas Gold. Nehmt bei der Abzweigung dann den oberen Weg. Und mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 50% taucht nun ein großer Goldbloing auf. Ansonsten, ja, eine uninteressante Schnecke. Besiegt den Goldbloing und ihr erhaltet dann die 20.000. Und ja, diese Methode ist sehr effektiv, da das Gasthaus schnell erreicht ist und ihr sofort eine neue Runde starten könnt. Wenn ihr gut seid, könnt ihr in einer Stunde etwa eine halbe Million Gold farmen. Ziemlich krass, oder? Das waren auf jeden Fall die, meiner Meinung nach, zwei besten Methoden, um an Gold zu kommen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für euren Support. Und man sieht sich dann im nächsten Stream bzw. Video wieder. Macht's gut, bis dann, Daumen hoch, euer BlueX2 und ciao!